Vielleicht gar nicht schief gegangen, aber extrem genau geprüft war ein Fördergeldgeber, der völlig zu Recht bemerkte, dass wir bei einem Projekt, was ungefähr 3.000 Euro gekostet hat, den Pfand von 2 Flaschen Cola mit auf der Rechnung haben stehen lassen, also vergessen haben, das zu streichen. Die 30 Cent wurden angemahnt, mussten zurücküberwiesen werden. Inklusive aller Rechtshilfe, Belehrungen und Forderungen kam der Brief in einem Umschlag, der mit 90 Cent frankiert war. Ein Mensch aus der Kirchengemeinde, den ich beraten hatte, der mich relativ erbost anrief und sagte, es gibt jetzt schon wieder irgendwelche Rückfragen des Förderers. Er ist mit dem Thema Fördermittel jetzt durch, das wird er nie wieder nutzen und das war's für ihn gewesen. Ich habe mich dann noch einmal in seinen Antrag eingeloggt und habe festgestellt, die Rückfrage des Förderers war, der Antrag ist bewilligt, auf welches Konto soll das Geld überwiesen werden. Zwei Fördertöpfe, die sich gegenseitig etwas ausspielten, nach dem Jahr 2015, der Bund am Start. Während das Außenministerium einen Fördertopf hatte, um Menschen nach Deutschland zu holen, die hier kulturelle Auftritte absolvierten, um dann, nachdem sie nach Hause gefahren sind, in den Ländern erzählen, wie schön es in Deutschland ist und was sie erlebt haben, was für ein freundliches und gastoffenes Land Deutschland doch ist, hat das Innenministerium parallel in fremden Ländern Plakatwände gemietet und beklebt mit dem Hinweis, so schön ist es in Deutschland gar nicht, bleibt lieber zu Hause und kommt hier gar nicht her. Ein Kirchenvorsteher, der bei mir anrief, als es Rückfragen gab von Förderern zu einem Antrag, der über 250.000 Euro gelaufen ist. Der Kirchenvorsteher hat mir erzählt, dass manche von den Rückfragen inhaltlich ein unsinnig sind und er nochmal kurz beim Fördergeldgeber gerne anrufen würde, um nun das richtig zu stellen, damit die ihre eigenen Kriterien auch korrekt anwenden. Hä? Ein Antrag, der mit einem einfachen Kommafehler ausgefüllt wurde, sodass bei einer Gesamtprojektsumme von 1,53 Millionen Euro und einem insgesamt 9- bis 10-seitigen Antrag eine beantragte Fördersumme von 29,16 Euro übergeblieben ist. Oh no! Bei der Stelle, wo der Antrag gestellt wurde, anrufen, erklären, was passiert ist und fragen, ob die Angaben geändert werden dürfen. Dass die Angaben vor der Antragstellung richtig sind, liegt auch im Interesse der Fördergeldgeber. Denn nach einer Bewilligung sollen die Projekte auch zustande kommen und eben nicht wegen einem Kommafehler deutlich über- oder unterfinanziert sein. Das macht auch auf der anderen Seite nur mehr Arbeit als ein von Anfang an korrekter gestellter Antrag.